Ja, Freunde, neues Unboxing-Video auf unserem Kanal. Willkommen dazu. Und zwar mit dem Q95T in 85 Zoll. Ihr seht schon, ich bin 1,85 groß und der geht mir aber gepflegt bis hier. Riesengerät, dafür habe ich mir natürlich eine kleine Unterstützung gebracht. Den hole ich mal kurz nach oben, und zwar den Lukas. Wir packen das Gerät jetzt heute für euch aus. Dafür braucht man auf jeden Fall zwei Mann. Also falls ihr euch überlegen solltet, diesen Fernseher zuzulegen, ihr braucht mindestens einen starken Nachbarn oder starken Kumpel, wie auch immer. Weil das echt ein Riesengeschoss ist. Ich würde sagen, wir packen den einmal vom Rollbrett runter, stellen ihn einmal auf die gerade Fläche und dann packen wir den mal zusammen aus. Viel Spaß. So, Fernseher steht jetzt wieder hier auf dem Teppich in unserer Samsung-Welt. Ihr seht hinten schon den 75-Zoll-Frame. Jetzt haben wir hier einen 85-Zoll-Fernseher. Das wird nochmal eine ganze Ecke größer werden. Ich bin gespannt, wie das gleich zu handeln ist, aber wir kriegen das hin. Wir sind ja Profis auf dem Gebiet. Deswegen würde ich sagen, machen wir den mal eben an den Seiten auf. Die Verpackung ist mega genial gemacht, wie ich finde. Und zwar wäre es selbst schwierig, diesen Karton hochzuheben aufgrund unserer Decke. So, Friends, jetzt haben wir mal den Karton, den Umkarton erstmal abgenommen. Ich würde sagen, ich arbeite mich einmal von mir aus rechts gesehen, euch aus links, von links nach rechts quasi durch, was den Lieferumfang angeht. Wir haben jetzt hier, nicht schwer zu erkennen, das ist der Stand, das ist der Standfuß, ganz genau. Der Standfuß für den Fernseher, der natürlich auch dementsprechend etwas größer ausfallen muss. Den packe ich mal hier neben. Haben wir hier vorne noch was drin? Nein. Dann geht das hier weiter. Quick Setup Guide. Ich hoffe, das sieht man aufgrund der Entfernung. Wir können, glaube ich, ein bisschen ranzoomen. Quick Setup Guide. So sieht das Ganze aus. Also eine kleine Schnellinstallationsbeschreibung. Dann ganz typisch für uns wichtig, für euch eher nicht so, das Energielabel und einmal QLED New 2020, dass das auch quasi von 2020 ist. So, dann, wie auch schon beim Unboxing von dem anderen TV, von dem Frame, haben wir hier auch wieder ganz typisch, ich mache das einmal so ein bisschen auf, wir haben hier zum einen eine Fernbedienung, und zwar nicht die schwarze, die normale, die man kennt, sondern die silberne aus Aluminium. Die ist ziemlich schick, wie ich finde, die sieht ziemlich cool aus. Sie sieht so aus. Dann ein Stromkabel mit Kaltgerätestecker, aufgrund der Größe natürlich dementsprechend. Hier noch Batterien und noch so Führungselemente, die man aufkleben kann für das Invisible-Kabel, welches wir hier vorne drin haben. Nochmal von mir der Tipp, habe ich glaube ich schon beim 55-Frame-Unboxing gesagt, seid mit dem Kabel wirklich vorsichtig. Das geht wirklich schnell kaputt, da muss man wirklich vorsichtig sein. Es ist jetzt nicht übertrieben empfindlich, ne? Aber so richtig stark knicken und so sollte man das Ganze nicht. Da hat man nämlich einen Kabelbruch, das hat man übrigens bei jedem Kabel dann, wenn man stark knickt, das sollte man überall nicht tun. Und hier nochmal, ist aber ganz schön schwer. Die ist schwerer auf jeden Fall als beim Frame. Die ist, scheint auch größer zu sein. Ja. Auf jeden Fall. Ich komme mal eben rum. Einmal die One Connect Box. Ihr seht sie. Kameran, sieht man das? Super, ja, gibt einen Daumen nach oben. Hinten habt ihr einmal die Anschlüsse, Antenne für den Satellit. Dann haben wir hier noch ein Antennenkabel. Und dann haben wir hier den optischen Ausgang, einen LAN-Eingang, HDMI-Eingänge. Der dritte HDMI ist der EARC übrigens. Häufig gestellte Frage. Der hat hier EARC und ein HDMI 4. Und dann noch halt für die One Connect Box das Connect-Kabel für das Invisible-Kabel. Genau, soweit zur One Connect Box. Die packe ich jetzt mal hier hinten hin. Und dann brauche ich den Lukas jetzt wieder fürs Auspacken.
Hier noch einmal die Bodenplatte für den Fuß. Richtig schwer, aufpassen beim Rausheben. Die ist amtlich. So, Freunde, Riesenbildschirm, wie ich finde. Das ist echt Wahnsinn. Wir haben hier an der Seite noch so Transportsicherung, dass man hier auch beherzt hingreifen kann. Ansonsten kann man diesen Fernseher halt einfach nicht handeln. Wie will man den sonst auspacken? Hinten ganz typisch nochmal eine Anbringung für die Fernseherhalter. Das war es aber auch dann schon, weil ja alles logischerweise über die Connect-Box läuft. Das war es jetzt erstmal hier mit dem Unboxing und wir sehen uns dann wieder, wenn der Fernseher an der Wand hängt und ihr das erste Bild seht. Oder wir auch das erste Bild sehen. Bis denn. So, Freunde, kleiner Zeitsprung. Wir haben jetzt den Fernseher an unsere Samsung-Wand, wie man hier unten unschwer erkennen kann, angebracht. Ich finde, der Schirm macht sich ganz gut neben den B&W 802. Ich kann euch eins versprechen, der Fernseher ist der wirkliche Hammer. Wir haben uns eben mal ein 4K-Format darüber angeguckt, also 4K-Inhalte. Und selbst bei 1 Meter Abstand, also ich stand nicht weiter weg, als wo ich jetzt gerade stehe, quasi ist noch nicht mal eine Armlänge. Wir haben ein gestochen scharfes Bild auf 85 Zoll. Das finde ich schon ziemlich krass. Kommt gerne vorbei, guckt euch den Schirm bei uns an. Wir sind in der Adlerstraße 79 in Relling, wie ihr wahrscheinlich bereits schon wisst. Oder besucht uns gerne auf www.fidelity-hh.de. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.